Selina Marquardt, Helen Vordermeier vom RV Oberjesingen und Sportkultur Stuttgart. So, das sieht man ja auch immer wieder, nochmal über die Sohle gefahren. Warum? Wenn Staub oder zum Beispiel jetzt irgendwelche Partikel auf dem Teppich lagen, wo sie gerade eingelaufen sind, dann kann das natürlich die Haftung an den Pedalen beeinflussen. Also auch hier schon mal die Steigerung, was die eingereichten Punkte angeht, 148,30. Das ist logischerweise, wenn man im WM-Finale steht, aber auch mit dieser Punktzahl absolute Weltklasse. Selina 27, Helen 24 Jahre alt. Für beide ein besonderes Heimspiel, weil sie hier in Stuttgart studiert haben. Was ist die Stärke der beiden? Die zwei sind sehr sichere Fahrerinnen, also konnten auch schon in der Vorrunde mit einer sehr überzeugenden Leistung sich hier qualifizieren. Und ich denke, das kommt ihnen zugute, dass sie jetzt sich auf ihre Stärken fokussieren und wissen, sie wollen jetzt die 5 Minuten ein sehr schönes Programm zeigen. So, beginnt gleich mit einer schönen Schwierigkeit. Beide kommen ja aus dem Einer, haben sich dann gefunden und für sie ist die erste Weltmeisterschaft. Du und deine Schwester, ihr habt eine ganze Reihe von Weltmeisterschaften erlebt. Ihr wart ja zweimal Weltmeister, dreimal Vize-Weltmeister. Gab es einen Unterschied, was die Nervosität angeht, von der ersten bis zur fünften Weltmeisterschaft? Ich glaube nicht. Das ist immer auf einem Niveau, wobei uns das eigentlich mehr Spaß gemacht hat, als dass wir sehr nervös waren. Zwei halbe Drehungen, die dritte Hälfte, also anderthalb. Sieht alles sehr sauber aus. Und diese Drehung ist ja zum Beispiel ein Übungsteil, wo man sogar die Punkte aufstocken kann, ne? Wenn man noch eine halbe mehr drauf packt oder sogar zwei halbe. Haben wir heute Morgen in der Vorrunde bei Lukas Kohl, dem Topfavoriten im Einer der Männer, gesehen. Bis jetzt wenig Abzüge. Dieter Mauter, der Bundestrainer, hat das auch im Vorfeld schon gesagt. Hat er gesagt, die beiden haben einfach in Sachen Stabilität Riesenfortschritte gemacht. Ne? Also die Sicherheit auf dem Rad. Ja. Was ist die Hauptschwierigkeit bei diesen Übungen, wo es ja Ober- und Unter-V gibt? Die Hauptschwierigkeit ist, dass man zu zweit eben das Gleichgewicht halten muss. Und für die Unterfrau eben die Arbeit, also sie muss die Übung fahren, das ist sehr kraftaufwendig und anstrengend. Die obere Frau, man sagt es leicht, aber soll möglichst wenig machen. Feststehen, genau wie Selina uns das zeigt. Ein gelungener erster Teil. Die beiden harmonieren allein auch schon durch ihre Statur. Ne? Sie haben ja annähernd dieselbe Figur und das sieht zusammen dann auch sehr elegant aus. Ne? Ja, passt sehr gut. Die Drehung auf dem Hinterrad. Opa. Hier sieht das Reglement vor, dass man nur innerhalb eines 50 cm Kreises sich bewegen darf.
Haben Sie beide eingelöst? Die zwei Räder von Helen und Selina haben sogar eigene Namen. Also sie sind unterwegs auf Tiger und Panda. Quasi ein Quartett dann zu viert. Sehr schön, Tiger und Panda. Letzte Minute ist angebrochen. Immer noch über 140 Punkte. Und vor allen Dingen auch in der Art und Weise, wie sie sich präsentieren. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, da könnte jetzt noch was schiefgehen bei den beiden in der letzten halben Minute. Und deswegen können wir, glaube ich, jetzt schon, wenn sie nicht aus der Halle fahren, zu früh, können wir sagen, eigentlich, sie sind die neuen Spitzenreiter. Und damit hätten sie Silber schon sicher. Und deswegen wollen wir jetzt die letzten Sekunden genießen und damit den Beifallssturm, der jetzt gleich von den Tribünen kommen wird für die beiden. Beide drehen nochmal. Jawohl. Auf dem Lenker. Super. Grandioser Abschluss. Und Sie wissen es. Sie haben eine super WM-Leistung hingelegt. Selina Marquardt, Helen Vordermeier, RV Oberjesingen und Sportkultur Stuttgart. Da können Sie sehr stolz auf sich sein. Das war eine sehr, sehr gute. Und das bei der ersten Weltmeisterschaft. Jawohl, gleich die Welle mit den Zuschauern, mit ihren Fans da oben auf der Gegentribüne sozusagen. Selina von der RV Oberjesingen und Helen von der Sportkultur Stuttgart 2. Also deutlich über 130, das ist einfach eine grandiose Punktzahl. Mal gucken, was die Jury bestätigt. Im Moment 137,32. Und da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dieser Moment jetzt, da fällt 10 Kilo Stein vom Herzen. Das ist eigentlich mit das Schönste, ne? Wenn man weiß, dass man, also die Punktzahl ist bestätigt worden. Genau, 137,32 Punkte. Die Silbermedaille ist sicher. Und wir sind uns sicher, dass jetzt diejenigen kommen, die über Gold und Silber endgültig entscheiden werden. Caroline Gurt und Sophie Marie Wörgle. Sie reichen ein 154,60.